Thema Wärmelehre. Wir kennen alle die sogenannte Celsius-Skala. Die hat Celsius erfunden, Celsius-Skala. Und zwar, er hat sich damals einen Thermometer gebaut. Alle Stoffe dehnen sich aus und da hat sich Celsius gesagt, naja, dann werde ich mal ein Glasröhrchen herstellen lassen vom Glasbläser. Und dieses Glasröhrchen, da habe ich, ich mache das extra so, da lasse ich unten dran einen bisschen dickeren Ausschnitt und da fülle ich eine Flüssigkeit rein. Am besten eine Flüssigkeit, die nicht gefriert bei 0 Grad Celsius. Denn ich nehme mir vor, wenn ich sage hier 0 Grad Celsius, er hat damals noch nicht gesagt Celsius, der war nicht so vermessen, dass er gesagt hätte, die werden später mal nach mir einen Thermometer benennen. Ne? Sondern er hat sich gesagt, ich muss mal irgendwie die Temperatur mal irgendwie ausdrücken. Irgendwie muss ich das machen, das ärgert mich. Und zwar sage ich, hier gefriert Wasser, also hier drunter, unter 0 Grad, wissen wir, ist es Eis, also ist das Ding, das Wasser fest. Darüber ist es flüssig. Und dann hat er so lange, hat er dieses Thermometer in einen Kochtopf gehalten, hat das Wasser erhitzt, bis es richtig anfing zu sieden. Und dann hat er gesagt, so, und höher geht's nicht, okay, dann mache ich hier noch einen Strich und hier schreibe ich 100 Grad dran. Wir wissen, ihm zu Ehren, 100 Grad Celsius. Das heißt, von hier bis hier ist es flüssig, das Wasser, bis hierher. Und ab hier ist es gasförmig. Hier ist es nämlich Dampf, ne? Wasserdampf. Also gasförmig. So. Und es gab andere Leute, Réaumur oder Fahrenheit, die haben dann andere Skalen genommen, die haben Alkohol oder Quecksilber oder sonst was als Referenzobjekte genommen. Und dann, wir bleiben aber bei unserer Celsius-Skala, weil die wesentlich wichtiger ist. Bis dahin war die ganze Sache ja in Ordnung. Damit das aber das Thermometer nicht einfriert und nicht kaputt geht, wir wissen ja, dass sich Wasser blöderweise ganz komisch verhält, das dehnt sich nämlich wieder aus, hat er hier kein Wasser reinfüllen können. Das Rote ist in diesem Fall Alkohol. Alkohol, der gefriert nämlich nicht bei 0 Grad, also kann der sich noch weiter zusammenziehen und so weiter. Aber das ist jetzt mal gar nicht so schlimm. Jetzt könnte man ja Folgendes sagen, naja, dann sind hier 50 Grad Celsius und bei 50 Grad denkt man immer so als Mensch, weil für uns ist das Wasser nämlich sehr wichtig. Wir trinken Wasser und wir bestehen zu 90% aus Wasser. Könnte man ja denken, von 0 bis 50, naja, dann sind 100 Grad doppelt so heiß, ne? Doppelt, denkt man. 50 mal 2 ist 100, ja, ist doppelt so heiß. Jetzt wissen wir aber, als gebildetere Leute, alle Teilchen, die irgendwie warm sind, schwingen. Und jetzt gab es einen, und ihm zu Ehren, nämlich Lord Kelvin, das mache ich mal grün. Lord Kelvin hat gesagt, nee, 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 wenn alle Teilchen schwingen, das Schwingen hört dann nicht bei 0 Grad Celsius auf. Es gibt ja noch kältere Temperaturen. Und selbst da ist immer noch genug Wärme vorhanden, das heißt, da schwingen die Teilchen immer noch. Und da hat der Kelvin gesagt, warte mal, wir müssen dieses schöne Thermometer, das müssen wir noch wirklich ein ganz schönes Stück nach unten verlängern. Ich mache jetzt mal Strichel dran, weil ich nämlich gar nicht hinkäme. Und irgendwann ist nämlich vorbei. Jetzt baue ich mir mal in Gedanken ein Thermometer. In Gedanken warum? Weil hier, wenn ich hier eine Flüssigkeit reinfüllen würde, die sich wirklich so weit bis hierher zusammenzieht, bei 0, ich schreibe nochmal Grad, Kelvin. Ihm zu Ehren hat man die als Kelvin-Skala benutzt. Wenn es einen Stoff gäbe, der sich wirklich bis dahin zusammenziehen würde und bis dahin flüssig wäre, dann könnte man das Thermometer nämlich noch wesentlich verlängern. Und dann hat er ausgerechnet, das entspricht aber, wenn ich mich jetzt wieder an die Celsius-Skala erinnere, minus 273, oh, minus 273,15 Grad Celsius. Das ist furchtbar kalt. Minus 273,15 Grad Celsius sind 0 Kelvin. Hier bei 0 Kelvin schwingt gar nichts mehr. Gar nichts. Aus, Ende. Da schwingt nichts mehr. Dann ist vorbei. Jetzt probieren wir mal, ob das geht. Wenn das 0 Kelvin sind, was müsste ich denn dann hier als Kelvin ranschreiben? Richtig, genau. Hier wären also bei unseren 0 Grad Celsius wären immerhin noch 273,15 Grad Kelvin. Andererseits, wenn ich nur einfache, na hier ungefähr 10 Grad Celsius habe,
dann muss ich natürlich hier drüben 283,15 Grad Kelvin reinschreiben. Man verzichtet mittlerweile auf das Gradzeichen und sagt einfach Kelvin. Und entsprechend kann ich das auch bei 20 Grad Celsius machen. Dann habe ich hier nochmal 10 mehr, 293,15 Kelvin. Jetzt lasse ich das Grad mal weg, ne? Aber die Einteilung, das heißt, diese Einteilung von Strichen, wenn hier 10 sind und hier 20, dann habe ich hier auch entsprechend die gleiche Einteilung. Das heißt, wenn ich hier Skalenstriche ranmachen würde, würden die grünen Striche genauso aussehen wie die roten Striche. Genau den gleichen Abstand haben. Das habe ich jetzt hier ein bisschen luschig gezeichnet. Ich bitte um Verzeihung. So, und dementsprechend geht das nach oben bis sonst wohin. Wir wissen ja, dass die Sonne ein paar Millionen Grad Celsius hat und da fallen die 273 Kelvin gar nicht ins Gewicht. Aber wenn es um Kälte und Wärme geht, dürfen wir gar nicht mehr richtig Kälte sagen. Wir wissen bloß, bei 0 Kelvin ist es so kalt, beziehungsweise null warm, dass kein Teilchen mehr schwingt. In der anderen Klasse kam die Frage, und was ist im Vakuum? Na, es gibt eigentlich zwei verrückte Antworten darauf. Wenn nichts mehr schwingt, ist 0 Kelvin. Und wenn nichts da ist, kann auch nichts schwingen, ist auch 0 Kelvin. Das ist ein bisschen blöd, ich weiß. Aber das heißt nicht, dass in einer Vakuumglocke, wie wir sie hier kennen, wenn wir im Physikunterricht mal so eine Glasröhre luftleer gepumpt haben, wo ich hatte mal so eine Fallröhre, da waren ein Stein und eine Feder drin, ne? Oder eine Kugel und eine Feder. Wenn ich die luftleer gemacht habe, hieß das nicht, dass hier automatisch 0 Kelvin drin sind. Gut. Gut, Fragen sind geklärt. Jetzt sind wir hier auf einige Sachen eingegangen. Ich hatte gesagt, 50 Grad, dann ist es doppelt so warm bei 100 Grad Celsius. Aber wir können eins machen. Wir können uns zum Beispiel jetzt mal vorstellen, wenn ich hier 10 Kelvin habe, dann sind 20 Kelvin auf jeden Fall doppelt so warm. Das geht. Also von hier nach hier, das ist das mal 2. Das entspricht auch wirklich dem doppelten Wärmezustand. Das ist wirklich doppelt so warm. Das heißt also, wenn wir uns dann später mit irgendwelchen Temperaturen beschäftigen, darf man nicht mit Celsius rechnen, es sei denn, man nimmt den Temperaturunterschied. Nur einen ganz kleinen Ausblick, den mache ich allerdings ohne den aufzunehmen, das kann man im anderen Video nochmal schön nachbaldowern. Ich habe die Zeit mal genutzt, um nochmal was klar zu machen. Wenn ich die Temperaturdifferenz, das heißt den Unterschied, Differenz heißt ja nur Unterschied, wenn ich den ermitteln will, ich habe hier schnell mal zwei Glasbehälter mit Wasser drin dargestellt, kann auch was anderes drin sein, ist jetzt nicht so schlimm, und ich habe hier 20 Grad Celsius und hier 21 Grad Celsius, dann entspricht das 293,15 Kelvin und hier 294,15 Kelvin. Der Unterschied, das heißt, hier sagt man, Delta T ist gleich 1 Grad und oder da wir ja mit Kelvin messen, sagt man hier 1 Kelvin dazu. Wenn ich das hier bei der Celsius-Skala mache, dann habe ich hier Delta und dann sagt man Theta. Das ist so wie eine Art V sieht das aus, ist gleich 1 Grad. Jetzt sagt man aber nicht 1 Celsius, ne? Also 1 Grad Unterschied, das kann man auf jeden Fall als GRD hinschreiben. Das ist eine alte Schreibweise, aber es ist immer noch erlaubt. Als Temperaturunterschied. Wie gesagt, die haben beide die gleichen Skalenabstände, also kann ich sagen, hier ist 1 Grad wärmer und hier ist 1 Grad wärmer. Den Unterschied darf man so darstellen, aber nicht sagen, so wie ich es hier mache mit Kelvin, 10 Kelvin, das Doppelte ist 20 Kelvin, darf ich nicht sagen, 10 Grad Celsius, ist das Doppelte davon sind 20 Grad Celsius. Rein zahlenmäßig schon, aber nicht vom Wärmezustand. Denn hier sieht man es ganz deutlich. Wenn ich die echte Temperatur, das heißt den echten Schwingungszustand der Teilchen haben will, mit anderen Worten die echte Absoluttemperatur in Kelvin, dann kann ich auf keinen Fall sagen, von hier bis hier ist doppelt so warm. Das geht nicht. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, aber wir müssen uns mal Folgendes klar machen. Ich mache das mal in lila. Es geht hier um diese Temperaturunterschiede. Nochmal. Unterschiedmäßig sind die beide nur 10 Grad unterschiedlich, aber ich kann nie sagen, 10 Grad mal 2 sind 20 Grad Celsius, das kann ich rein rechnerisch sagen, aber das ist nie doppelt so warm, denn die Teilchen schwingen bei 10 Grad Celsius ganz dolle, wirklich ganz dolle. Sonst wäre es nämlich nicht möglich, dass ich einen Kühlschrank habe und Wärme aus 10 Grad Celsius warmen Stoffen noch weiter, bis auf meinetwegen minus 20 Grad Celsius, herausziehen kann.
einen Kühlschrank, erinnern wir uns, einen Kühlschrank von außen gesehen. Der hat hinten so ein schwarzes Gitter. Das ist so ein christliches Gitter, das ist so ein Netzgewebe aus Maschendraht. Und das haben sie gemacht, damit die Oberfläche größer wird. Und sind eigentlich hohle Leitungen mit Maschendraht extra. Und hier ist ein Wärmetauscher drin. Und dieser Wärmetauscher, der zieht die Wärme. Hier haben wir noch einen Verdichter, Motor dran und so weiter. Da komme ich dann später nochmal drauf. Diese Kühlschlange, wenn man genau hinguckt, im Tiefkühlfach sieht man die, die zieht die Wärme aus dem Kühlgut, was ich habe. Und wenn dieses Kühlgut, was ich reingelegt habe, 10 Grad hatte, dann kann ich das auf 20 Grad runterkühlen. Hier auf 20, das geht. So, und das runter, also minus 20, und das runterkühlen bedeutet nichts anderes, als dass ich die Wärme dieses Kühlgutes heraustransportiere, denn hier hinten steigt die Wärme als wirklich, wenn man hier hinten anfasst oder die Hand drüber hält, über die Hinterseite des Kühlschranks, da steigt wirklich Wärme auf. Das heißt, ich nehme die Wärme des Kühlgutes, des Lebensmittels, was ich habe, diese Wärme wird abgestrahlt, wird in dieser Kühlschlange aufgenommen und entsprechend, wie gesagt, später dann nach draußen transportiert. Ich habe es nur mit dem Wärmetransport zu tun. Und das wäre nicht möglich, wenn ich sage, naja, bis 0 Grad geht's und dann ist vorbei. Nein, die Teilchen schwingen auch noch bei minus 20 Grad. Ich könnte sogar auf minus 28, auf minus 30, minus 50 Grad kühlen, wenn ich einen entsprechenden Eisschrank hätte. Wärmetransport funktioniert also. So, das heißt also, wenn die Teilchen hier bei minus 20 Grad immer noch schwingen, ich also es noch kälter machen kann, demzufolge kann ich nicht sagen, das wäre die doppelte Wärme, sondern wenn ich mir das rein rechnerisch angucke, das Doppelte von 283 ist auf keinen Fall 293. Auf keinen Fall.